Schaden gegen leidende Ziele könnte man beispielsweise machen. Oder. Also die Waffe ist komplett aus Schaden aus. Jo Leute, was geht ab? Heute möchte ich euch erklären, warum die Totengräber zu den zu starken Waffen gehört, gleich wie die Nocturne beispielsweise. Und das erfahrt ihr direkt nach dem Intro. Und Leute, vergisst nicht, einfach mal den Zweitkanal abzuchecken, denn dort werde ich Montag wieder livestreamen, Leute. Montag um 19.30 Uhr auf meinem Zweitkanal, Avis RDW. Und jetzt kommt erstmal das Intro. Ja Leute, ganz kurz, bevor das Video weitergeht, ich bitte ganz kurz euch direkt nach dem Video bitte ins YouTube Direktnachrichtenfach oder in den Diskussionenbereich eures Kanals nachzuschauen, denn die letzten zwei Gewinner von den letzten zwei Videos, unter anderem von dem Totengräber kommt zurück Video, haben sich noch nicht gemeldet und ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall euch melden würdet, da es ein sehr großer Gewinn ist. Und in diesem Video habe ich mir gedacht, gebe ich einfach mal statt einer Person 5 Leuten etwas. Leute, also 5 Leute können gewinnen und zwar ist das für jeden eine Waffe und zwar können 4 Leute von euch eine 82er Totengräber mit Wasserelement komplett voll gewinnen und einer eine 106er Springflut mit Naturelement. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist einfach einen netten Kommentar zu schreiben mit euren Epic-Namen und dem Video einen Daumen nach oben gegeben haben, sowie ein Abonnent zu sein. Falls ihr neu seid, könnt ihr das auch gerne machen. Wäre cool, wenn ihr die Glocke aktiviert, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und jetzt geht's erstmal weiter mit dem Video, Jungs. Let's go. So, Leute, jetzt ist das Intro vorbei und ihr seht, Leute, wir sind hier bei der Totengräber-Skizze. Und bevor ich euch erklären werde, warum die Totengräber-Skizze einfach viel zu stark ist, beziehungsweise die Totengräber an sich, werde ich euch ganz kurz erstmal erklären, warum ich darauf komme. Und zwar, Leute, habe ich mir die Stats von einer ganz normalen Waffe, beispielsweise einer Belagungsbrecher, angesehen und habe gesehen, dass man zweimal Schaden auf diese Waffe rollen kann. Ich werde es euch ganz kurz erklären, wie ich das meine. Und zwar könnt ihr hier einmal Schaden beispielsweise drauf rollen, hier einmal Schaden. Das war's. Die anderen Sachen sind kein Schaden möglich. Weiter also nochmal genau Schaden, dass hier auch Schaden ist beispielsweise, ist einfach nicht möglich. Und von daher ist es einfach so, dass die Totengräber dadurch, Leute, dass sie dreimal Schaden allein, also nur einzelnen Schaden plus 90% haben kann und dazu nochmal zweimal extra Schaden, einmal durch den Wasserschaden und einmal, ihr seht schon, Schaden gegen leidende Ziele könnte man beispielsweise machen oder. Also die Waffe ist komplett aus Schaden aus und deswegen gehört sie zu einer der stärksten Waffen. Sie ist ein Allrounder, die kleinen Zombies sowie große Zombies bis zu Nebelmonster. 14 Mal mehr finde ich sie jetzt nicht so gut, aber auch schon in Ordnung, ist sie einfach sehr, sehr stark. Auch für Sturmtruhen ist sie wirklich sehr, sehr empfehlenswert und an sich sieht die Waffe auch. Bei der Nocturno allerdings ist es so, dass ihr zwar sehr, sehr oft Schaden aus, also auf die Waffe drauf machen könnt, und zwar ein, zweimal. Allerdings könnt ihr beim letzten Perk statt Schaden nur kritischen Schaden drauf machen. Allerdings ist dieser Schaden auch wirklich sehr, sehr stark, wenn ihr dazu richtigen Boni spielt. Also wenn einige von euch die Black Skaskets gekauft haben, spielt einfach die richtigen Helden, guckt euch ein bisschen an, fuchst euch da rein und rollt auf jeden Fall die Stats so, wie ich sie euch jetzt sage. Und zwar würde ich hier einmal die Nachladegeschwindigkeit hochleveln, hier den Schaden, hier ebenso den Schaden und hier die kritischen Schaden. Und dann einfach die richtigen Bonis und schon läuft der Hase. So Leute, damit Bonis. Möchte ich mich auf jeden Fall verabschieden für dieses kurze Video. Auf jeden Fall vielen Dank, wenn ihr es bis hierher geschaut habt, schreibt mal Hashtag Toten wieder rein, Leute, Hashtag Toten, und vergiss nicht, das Video auf jeden Fall mit euren Freunden zu teilen, damit sie auch wissen, welche Waffen so stark sind und warum ihr beispielsweise für diese Totengräber so einen hohen Preis wollt. Wenn ihr am Traden seid, könnt ihr einfach sagen, so, warum soll ich dir für eine 82er Belagerungsbrecher eine 82er Totengräber geben, wenn die Totengräber an sich ja viel stärker ist. Nur, dass ihr Bescheid wisst, Leute. Gut, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns wieder bei einem weiteren Video. Und ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Bei Verbesserungsvorschlägen bitte in die Kommentare damit. Und ich würde sagen, tschüss.